Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf dem Jägerhof. Ja, heute ist mal die Keuschlingen dran in der Version 1.2 vom Käse. Also ich betone es extra so, weil Käse nicht mit Ä, sondern mit E. Ja, vom Käse 87. Ist eine fiktive Map. Abladestellen gibt es eine ganze Menge. Er hat Chopper Straw verbaut, Gölemist Kalkmod ist drauf. Ja, es gibt paar mehr Felder. Ich würde sagen, der Watermod ist auch mit drauf im Übrigen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal drauf und schauen mal rein. Wie gesagt, wie bei den meisten Mods oder auch Map-Vorstellungen gehe ich mit euch komplett frisch da drauf. Das heißt, auch ich war noch nicht auf dieser Map. Auch für mich immer das Überraschungskunstwerk. Oh, schick. Das sieht schön aus. Oh, schön mit Detailarbeit. Das ist sehr lobenswert. Sowas finde ich immer schön. Das ist klasse. Also ich mag sowas, ja. Wenn hier auch mit diesen kleinen Detailarbeiten gearbeitet wird. Nein, ein fahrender Zug. Ich glaube es nicht. Sehr schön. Ha, toll. Ja, somit hätten wir hier den Hof. Auch alles sehr schön aus. Oh, oh, oh. Oh. Hier gibt es ja richtig Stadtfahrzeuge. Das ist ja... Ah, okay. Hier haben wir das Lager. Alles klar. Also mal kein Silo. Da können wir abladen. Ja, wir gucken einfach mal in die Garage. Ui. Ui, 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 ui. Die Liste ist lang. Also, wir haben drei Traktoren. Drei? Vier. Vier Traktoren, den etwas größeren New Holland, beziehungsweise den ersten New Holland. Dann ein bisschen was zum Häckseln. Ja, wir haben hier Kartoffelerntemaschinen. Zuckerrüben auch. Zwar die kleinen, aber sie sind da. Finde ich auch nicht so schlecht. Kommt immer, finde ich, so ein bisschen zu kurz. Normal hier, ja, Ladewagen, Zeta, Schwader. Das ist alles so... Oh, sogar ein Frontlader ist auch schon da. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns mal auf die Map. Ja, recht klein gehalten. Also ich denke mal auch für einen Singleplayer sehr gut geeignet. Multiplayer, ja, könnte aber dann schnell langweilig werden. Also jetzt, nein, nicht schnell langweilig werden, nicht falsch verstehen. Ich vermute einfach, es ist eher für Singleplayer ausgelegt, weil Multiplayer ist dann doch... Es sind wenig Felder. So, ja, nicht unweit vom Hof. Also wir müssen eigentlich nur Ausfahrt heraus. Haben wir auch schon unsere BGR. Mhm. Okay. Auch ganz schick aus. Hinten mit A, mit dem offenen Gülle. Gülletank. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja. Was können wir denn mal noch hier? Bahnhof. Ja, mich reizt es einfach jetzt mal noch den Bahnhof anzugucken, beziehungsweise an der Schiene entlang zu fahren. Aber da jetzt eh durch die Gegend dümpelt. Ah, okay. Oh, nee. Ich glaube, wir gehen mal etwas abschweifen. Denn, und das gefällt mir jetzt extrem gut, hier diese Straßen hier runter. Schön. Für den Forst oder zu einem Horst? Horst. Hm? Der Horst. Zu einem Forst. Runter. Ah, das ist schick. Ah, hier kommt man dann zu den Feldern runter. Das ist natürlich schön angelegt. Auch hier dann den Wald so ein bisschen an den Berg angelehnt. Ich denke mal, man kann dann hier hinten ein bisschen Forst betreiben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo mal noch so... Ich fahre jetzt hier mal ein bisschen querfeld ein. So ein, ja, ich nenne es mal explizites oder expliziten Forst gibt. Doch, oben oberhalb Feld 3. Ich würde behaupten, wir fahren da mal nochmal eben hin. Weil dadurch, dass wir ja jetzt natürlich Forst machen können im LS15, gucke ich mir den auch mal ganz gerne an, wie der gemacht ist. Mal gucken, wo wir hier fahren müssen. Wir nämlich wieder auf den Hof. Ich glaube, hier hinten kommen wir irgendwo rechts raus oder so.
Hier müssten wir, glaube ich, auch rauskommen, ja. Entschuldigung, da kommt der ICE wieder. Hast cool gemacht. Schön. Toll. Also ich mag sowas, ja. Auch wenn die Karte ein bisschen interaktiver ist. Also was heißt die Karte interaktiver, aber wenn da halt noch so ein paar Sachen drauf geschehen. Ich glaube, Verkehr ist nicht verbaut. Zumindest habe ich, ist mir jetzt bis jetzt hier, oder ist uns hier ja noch nichts entgegengekommen. So, das sieht nämlich nach Forstgebiet aus und da möchte ich einmal hin. Da haben wir dann wahrscheinlich die Bearbeitungsfläche noch für den Forst. Ich vermute, dann wird das hier ein richtiges, das richtige Forstgebiet sein. Denn so könnte man die Baumstämme darunter transportieren und da hinten verarbeiten. Wenn man das so machen möchte. Ist schön gemacht. Auch ich finde das auch interessant hier mit diesem Kies an den Straßenseiten. Das sieht man auch nicht so oft. Jetzt ist nur die Frage, gibt es da einen Eingang rein? Oder ist das jetzt einfach nur... Oh. Da hier wird es noch ein paar Texturfehler. Denn, also nach Kalkmod. Oder es hat geschneit. Nein. Also ich würde behaupten, da stimmt noch eine Textur nicht. Ich weiß leider nicht, was da liegen sollte. Also, lieber Mapper, falls du das Video siehst, irgendwo stimmt noch eine Textur nicht. Ist aber wirklich mal halb so wild. Ja, also so wie es aussieht, gibt es keinen Weg in den Forst hier rein. Sondern man kann dann wirklich da direkt die Bäume rausziehen. Oder ich bin zu blind. Aber nein, ich glaube, das ist einfach dann so und man kann dann da einfach die neuen Bäume anpflanzen. Ja, nichtsdestotrotz, also es ist schöne Arbeit, schön detailreich, sieht schön aus. Der fahrende Zug, da bin ich sowieso leichter Fan von. Ich mag sowas, wenn die Map ein bisschen interaktiver ist. Vielen, vielen Dank für die schöne Map. Ladet es euch runter, den Link zum Mod findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und bedankt euch beim Modder, beziehungsweise hier in diesem Fall beim Mapper, für die aufgebrachte Zeit. Ist bis jetzt sehr gelungen und ich bin mal auf eventuell weitere Versionen gespannt. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Mod, beziehungsweise Map-Vorstellung wieder.